spannendes Thema haben wir jetzt. Und zwar, Tomek ist Makler und Investor. Das ist so ein, ich dachte immer ein schmaler Grat, weil dann wird dem Makler halt vielleicht mal vorgeworfen, der kauft die besten Sachen ja eh selber. Ist es wirklich so? Oder wie genau schaffst du das, den Bogen da zu spannen, dass du einmal die Rolle und einmal die andere Rolle einnehmen kannst? Also tatsächlich macht mich das Maklersein zum besseren Investor, ja. Und das Investorsein macht mich zum besseren Makler. Okay. Und dementsprechend profitiert beides super voneinander und ist tatsächlich eine Bereicherung. Aber um auf die Frage zu antworten, die du gestellt hast, ja. Ne, leider kann ich gar nicht jeden Deal kaufen. Ne? Und dementsprechend ist das sehr, sehr selten, dass es da irgendwie zu einem Interessenkonflikt kommt. Mhm. Und du weißt es selber, in Immobilien investieren ist halt so vielseitig, ja. Und viele Investoren haben so unterschiedliche Ankaufsprofile und investieren ganz anders. Mhm. Zum Beispiel kaufen wir keine Gewerbeobjekte, nee. Wenn dann nur Wohnhäuser und Wohn- und Geschäftshäuser. Und dementsprechend gehen die Deals ganz automatisch schon an uns vorbei. Ne? Aber auch gewisse Voluminas, die wir nicht bedienen wollen oder können, oder sowohl nach unten als auch nach oben, völlig unterschiedlich, als auch Konstellationen oder wo einfach Objekte im Angebot sind, wo die Potenziale schon komplett ausgeschöpft sind. Wir haben uns darauf spezialisiert, halt Objekte anzukaufen, wo wir die Potenziale noch heben können. Mhm. Und wenn ein Objekt aber schon sehr gut entwickelt ist, dann, ja, dann können wir nicht mehr so viel zur Wertsteigerung beitragen. Aber wie gesagt, Da muss es im Einstand schon ein bisschen günstiger sein. Da muss es schon ein bisschen günstiger sein im Einstand, okay. Genau, richtig. Und es beruft sich gegenseitig, tatsächlich. Ne? Weil okay. Wir mit ganz, ganz anderen Augen rangehen an die Objekte und tatsächlich auch den Verkäufern häufig helfen können. Mhm. Gewisse Herausforderungen, die das Objekt hat, die es vielleicht einfach entweder durch die historische Verbindung zum Beispiel bei Erbengemeinschaften oder Ähnlichem hat, oder wo der Investor nicht den Fokus auf dem Objekt hatte, wo wir sagen können, alles klar, okay, mit einfachen Maßnahmen können wir schon zur Wertsteigerung beitragen. Den Faktor, du weißt es selber, wie entscheidend der ist, ja, auf jeden Fall. Den Faktor vielleicht auch kurzfristig verbessern oder auch manchmal gezielt davon abraten zu verbessern, ne? Weil wir bei gewissen Konstellationen einfach sagen, okay, alles klar, selbst wenn jetzt gerade eine Wohnung frei geworden ist oder zwei, es hat gerade keinen Sinn, die zu vermieten, weil wir mit einer leeren Wohnung viel mehr Spielraum beim zukünftigen Kunden haben, ja, okay. Und so ja, weitaus bessere Einkaufspreise erzielen können. Aber es unterscheidet sich von Deal zu Deal. Wie war das jetzt so in den letzten 2 bis 3 Jahren? Was war besser, also Makelei für dich oder Investmentgeschäft? Was war da besser für dich in der letzten Zeit? Also vielleicht müssen wir da ein bisschen ausholen nochmal, weil ich habe ja das Glück, dass ich erst seit 3 Jahren tatsächlich in die Branche eingetaucht bin. Ich bin erst seit 2020 im Immobiliengeschäft, hatte das Glück, dass ich unter anderem für die Immocation Gründer Bestand mit ankaufen durfte, habe da viel gelernt, den haben sie zusammen mit Bodo und Martin, die auch Immocation Coaches sind, okay. Grüße gehen raus. Und diesen Bestand dürfte ich ankaufen mit einem Team. Also nicht alleine als Person, sondern mit einem Team. Okay. Und dabei konnte ich extrem viel lernen. Und habe dann nach etwa einem Jahr des sehr, sehr intensiven Ankaufs gesagt, alles klar, super. In einer kleineren Form, wie die das organisiert haben, organisiere ich das auch. Und habe auch unabhängig von meinem Partner, dem Daniel, mit dem ich zusammen ankaufe, noch Co-Investoren gefunden, mit denen wir quasi auch dann Objekte ankaufen können. Es sind mittlerweile 12 Mehrfamilienhäuser, die wir angekauft haben. Hier in Berlin oder wo? Nee, tatsächlich in, ich würde sagen, in C, D und E und F Städten, ne? Also in kleineren Städten. In Berlin haben wir nur eine Wohnung gekauft. Das war allerdings eher ein Zufallskauf. Das sollte eine Wohnung sein, die geflippt werden sollte, wo es dann eine Herausforderung mit einem der Mieter gab, wo dann gesagt haben, wir wandeln das dann um in den Bestand, ne? Und behalten es dann einfach und geben Teil der Wohnung eine gute Sondervermietung. Aber ansonsten haben wir in unterschiedlichen Städten angekauft, teilweise auch Objekte, die halt viele Herausforderungen haben und die dann auch lange Entwicklungszeiten vor sich haben. Aber das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich dadurch, dass ich für andere Investoren ankaufen durfte, dann für uns selbst ankaufen durfte,
Und dadurch, dass ich auch von Anfang an auf die komplette Reise mitgenommen wurde, also wie werden die Objekte entwickelt, wie können wir das weitermachen, durfte ich extrem viel lernen. Und da bin ich total dankbar für. Und dieses Learning ist dann eigentlich in das Maklerthema mit eingeflossen. Weil das Maklerthema, das kam erst ganz zum Schluss. Also wir haben erst aktiv richtig dieses Jahr angefangen mit dem Thema Makeln. Mhm. Auf der rauen See, da lernt man segeln, sagt man auch so schön. Korrekt, korrekt, genau. Und weil viele Objekte, die wir auch entwickelt haben, mit Bodo und Martin zum Beispiel, und wo wir, die wir dann verkauft haben, haben wir selbst verkauft. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, alles klar, okay, es kommt mal auch der eine oder andere Deal mit rein. Warum nicht für Dritte machen? Warum nicht einfach auch für Dritte machen? Verstehe. Warum das nicht einfach Dritte machen? Oder es gibt einfach manchmal Deals, die sind super für den Markt, aber für uns würde die Handelsspanne fehlen. Mhm. Und dann macht es total Sinn, natürlich den Deal auch einfach mit zu vermarkten, wenn das Vertrauensverhältnis da ist. Ja. Und dementsprechend ist es in beiden Bereichen super interessant, auch total spannend. Und ja, das Befruchten ist es eigentlich am Ende des Tages. Es geht in beide Richtungen und beides fließt ineinander über. Wie akquirierst du dann deine Objekte, die du als Investor kaufst und auch als Makler reinnimmst? Gibt es da irgendwelche speziellen Methoden, die du verfolgst? Oder? Ja, also tatsächlich ist Akquise für uns ein Kontaktwort. Mhm. Das bedeutet, so viel wie möglich Leute kennenlernen. Ja. Dank auch deinem Portal, 7 Plus Club, ganz lieben so Dank dafür. Wir auch kennengelernt. So haben wir uns kennengelernt, genau. Ja. Da dürften wir auch schon 2 Mehrfamilienhäuser in Oschersleben ankaufen. Mhm. Da sind wir auch echt super zufrieden. Habt ihr die noch? Oder? Die haben wir noch, die behalten wir auch. Okay. Da freuen wir uns auch drauf. Okay. Das waren zwar Häuser, die auch ihre Herausforderungen hatten, aber wo wir gerade auch top über Markt vermietet haben, gerade wieder 3 neue Mietverträge abgeschlossen gehabt. Mhm. Und also wir sind sehr, sehr zufrieden mit den Objekten und der Entwicklung. Und es wird noch vermutlich 2 Jahre dauern, bis sie wirklich fertig entwickelt sind. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und dann wollt ihr verkaufen oder behalten? Nee, die würde ich ganz gerne schon behalten, die Objekte. Also wir unterscheiden es auch, gewisse Objekte, die wir behalten, kaufen wir auch tatsächlich in VV GmbHs rein, die wir langfristig auch behalten. Objekte, die wir handeln, kaufen wir in unterschiedlichen Partnerschaften und dann in unterschiedlichen Konstellationen. Aber dann halt nicht in die VV GmbHs, sondern schon ganz getrennt. Ne? Und am liebsten würde ich gar keine Immobilie verkaufen, sondern sie nur kaufen. Und das kann ich mir noch nicht leisten. Okay, dann bist du auf dem Weg aber dorthin. Da sind wir alle zusammen auf dem Weg, genau. Ja. Und einfach zum Hintergrund vielleicht dazu, am Ende des Tages das Handeln mit Immobilien, das macht super Spaß. Und, aber die Arbeit beginnt halt jedes Mal von vorne, wenn du verkaufst. Exakt, genau. Genauso auch wie die Maklerei. Die macht mir super Spaß. Also ich bin da wirklich gerne. Ich mache das wirklich leidenschaftlich. Ich habe die Immobilie sehr spät in meiner Karriere vernünftig verstanden und vernünftig entdeckt. Aber habe für mich gesehen, das ist einfach mein Weg. Dein Case, ja. Das ist mein Case, das ist mein Weg. Du hast es Gott sei Dank schon früher erkannt. Gratuliere dazu. Ja. Und es macht einfach nur Sinn zu verkaufen, wenn man damit Geld verdienen möchte. Der eine oder andere sagt natürlich, dass er durch Verkauf auch Wachstum beschleunigt hat. Mhm. Das glaube ich. Ne? Aber mein Idealcase wäre eigentlich nicht zu verkaufen. Und dann, wie willst du dann quasi, was ist dann dein Ziel, dass du quasi aus dem Cashflow zehren kannst? Oder welche Ziele würdest du mit so einem Bestandsaufbau verfolgen? Genau, richtig. Ja. Also mein persönliches Ziel ist einfach wirklich aus dem Bestand, von dem Bestand leben zu können. Mhm. Das zu koordinieren, aber auf dem Weg dahin ist natürlich Makelei und Trading. Ist Makelei und der Handel natürlich ideal. Ah, okay. Also wo siehst du jetzt da den größten Ertrag im Bestand, auch in der Miete oder auch in der Wertänderungsrendite? Tatsächlich, bei den Objekten, die wir angekauft haben, geht es für uns rein um den Cashflow. Mhm. Also wir wollen den Cashflow so schnell wie möglich entwickeln. Das geht bei den herausfordernden Objekten, die wir angekauft haben, nicht immer schnell und sofort. Mhm. Das sind in der Regel auch schon Prozesse zwischen 3 und 5 Jahren. Ja. Aber planbar und kalkulierbar halt. Du weißt, wann was passiert und so weiter. Ja. Das ist halt ein Riesenvorteil. Ja, für uns tatsächlich planbar und kalkulierbar. Auch der Riesenvorteil ist, wir haben alle Objekte bereits Cashflow positiv eingekauft.
Und entwickeln die halt auch weiter absolut in die Richtung, und das ist der Hintergrund. Wie finanzierst du aktuell? Also, wenn du was kaufen würdest, was Neues, würdest du, wenn du hast irgendwas erwähnt von Co-Investoren, die bringen dann Eigenkapital komplett ein und sind am Gewinn beteiligt, oder nehmen dir das Eigenkapital als Anzahlung für die Finanzierung, oder wie genau würdest du so eine Finanzierung zur heutigen Hochzinsphase strukturieren? Also am Ende ist das Idealcase für mich bei einer Finanzierung ist, dass wir 100% von der Bank bekommen. Das ist sozusagen unser Idealcase. Ja, okay. Dass Co-Investoren das Eigenkapital einbringen und das Eigenkapital, was wir brauchen, für andere Makler, ne, weil nicht jeder Deal kommt über uns selbst, sondern natürlich auch von vielen, vielen anderen Maklern, denen wir sehr dankbar sind, für die Grunderwerbsteuer etc. Ne, also diese Kosten wollen wir idealerweise aus dem EK zahlen in den Deals, und 100% wollen wir im Idealfall von der Bank haben. Ja, okay. Das funktioniert allerdings auch nur, wenn die Objekte auch wirklich gut sind. Ja, Das ist ja auch schon mal so ein Warnsignal, wenn die Bank es nicht mitmacht, aber bei einem anderen hat sie es gemacht, dann muss man mal überlegen, warum. Hundertprozentig. Weil für die Bank ist es ja auch ein Ziel, quasi Cashflow zu generieren durch die Zinsen halt in dem Fall. Ja. Und die wollen das ja machen. Und wenn der Deal halt passt, und dann spricht ja nichts dagegen. Wenn was dagegen spricht, dann muss man das Objekt nochmal hinterfragen. Hundertprozentig. Hatte ich auch schon in einem Fall. Ja. Ne? Ganz am Anfang, wo wir ein Objekt auch kaufen wollten, wo die Bank gesagt hat, nee. Lieber nicht. wir dachten dann, okay, wir lassen uns nicht stoppen, probieren es nochmal von einer anderen Bank. Die hat auch Nein gesagt. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, vielleicht haben die Banken recht. Vielleicht sehen sie mehr sein, als wir. Wir lassen das sein bei dem Deal und konzentrieren uns auf den nächsten. Und es war tatsächlich so, der Deal wäre zu der Zeit für uns eine etwas zu große Herausforderung gewesen beim Sanierungsaufwand. Und das hätte sich dann vielleicht auch in sehr, sehr ungewissen Zahlen niedergeschlagen. Würdest du eine Sanierung mitfinanzieren, oder? Im Idealfall ja. Okay. Im Idealfall würde ich die Sanierung mitfinanzieren. Und Co-Investoren nehmen wir bei uns immer wirklich als Partner mit rein. Also nehmen sie auch mit rein in die Gesellschaft. Bei einem Handelsobjekt wäre es vermutlich anders, da wäre es eine Beteiligung. Kriegen die auch Zinsen dann noch und so weiter, die Co-Investoren laufend? Oder Richtig, genau. Ja, okay. Genau. Und bei dem Handelsobjekt auch eine Mischung aus Zinsen und Beteiligung. Ja, okay, macht Sinn. Okay, und wo, in den nächsten 3 bis 5 Jahren, sage ich jetzt mal so mittelfristig absehbarer Horizont, Bestand aufbauen willst du immer machen, nebenher, wie ich es richtig verstanden habe. Wo siehst du dann das größere Potenzial, also jetzt im Immobilienhandel zum Beispiel? Um halt kurzfristig Geschäft zu machen oder in der Vermittlung. Wo würdest du sagen, kann man da besser sich aufstellen in der nächsten Zeit? Also ich glaube, die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Aber ich kann sagen, was mein Fokus ist. Mein Fokus ist jetzt tatsächlich die Maklerei. Weil ich sehe dort die größten Hebelwirkungen und auch die schnellsten Hebelwirkungen. Du weißt es selber, wie lange es dauert, einige Objekte zu entwickeln, bevor wir sie durchhandeln können. Wir wissen nicht, wo der Markt hingeht. Wir alle hoffen auf natürlich niedrigere Zinsen und bessere Zeiten. Ja, klar. Aber dennoch, we don't know. Ne? Alles Glaskugel am Ende des Tages. Ich bin grundsätzlich da sehr, sehr positiv gestimmt. Okay. Und glaube auch, dass ein Zinsniveau rund um die 3% eigentlich kein ungesundes Zinsniveau ist für den Gesamtmarkt, wenn der Markt sich austariert hat in dem Bereich. Aber würde es zum Beispiel in der Entwicklungszeit noch weitere Zinssprünge nach oben geben, dann kennst du mit Sicherheit auch viele, die vielleicht noch zur Zinsniedrigzeit eingekauft haben, ne, und dann leider ins fallende Messer eingekauft haben und natürlich beim Abverkauf die Herausforderung haben. Und das fällt bei dem Thema Makel natürlich komplett weg. Ja. Ja, bei dem Thema Makeln ist die Transaktionszeit viel kürzer. Wir sind bei 3 bis 6 Monaten Transaktionszeit und haben in der Regel ein sehr, sehr überschaubares Investment bei dem ganzen Projekt. Ja, du brauchst halt eine leane Kostenstruktur. Also es gibt ja auch gerade im Projektentwicklungsbereich gab es ein paar Negativbeispiele jetzt, was halt passieren kann, auch im Maklerbereich von so Firmen, die ohne Ende Festangestellte hatten halt, die jetzt keinen Cashflow mehr hatten. Wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, als One-Man-Show oder kleineres Office sozusagen agierst und viel effizienter sein kannst wie so ein großer Laden mit einem riesen Backoffice, dann ist es auf jeden Fall ein sehr smarter Weg, um jetzt halt hier auch Marktanteile zu gewinnen, weil die Großen, die haben halt, sind stark drin, Marktanteile zu gewinnen auf jeden Fall, und aber schlecht vielleicht im Selektieren, was sie reinnehmen, was nicht, und das zeigt sich dann halt auch im Ergebnis. Und du kannst halt dann dein Investor-Know-how dafür anwenden, welchen Deal nehme ich rein und welchen nicht, weil manchmal kann Nein, also eine Ablehnung von einem Maklerauftrag kann schon ein Wunder bewirken, weil dann die anderen Sachen halt viel besser laufen. Ja,
Tatsächlich. Genau. Du sprichst ein sehr cooles Thema an, weil das ist tatsächlich, wenn wir um Aufträge werben, ist das immer wieder ein Thema, ne? Dass Makler XY vielleicht den und den Preis sieht am Markt. Mhm. Und wir dann sagen, dass es leider auch dazu gehört, dass es auch Kollegen gibt, denen die Unterschrift unter dem Auftrag erstmal wichtiger ist und vielleicht beim Verkäufer eine Fantasiezahl reinprojizieren und sich dann sagen, den koche ich mir dann schon weich in den nächsten 6 Monaten, ne, den kriege ich schon von seiner Kaufpreisvorstellung runter. Da reagieren wir tatsächlich komplett anders. Also, weil wir müssen uns keine Arbeit kaufen, ne? Wir haben genug zu tun. Wir sagen tatsächlich, wenn wir eine Einwertung machen, dann stehen wir zu dieser Einwertung, dann halten wir die für wirklich belastbar am Markt. Und den Preis kriegst du auch hin. Genau, und den kriegen wir dann auch tatsächlich durchgesetzt, weil wir allerdings auch das Objekt für uns natürlich komplett durchorganisieren, als würden wir es selbst kaufen. Mhm. Und das meine ich, dass sich das gegenseitig absolut gut befruchtet, dass wir viele Investoren-Cases und viele Investoren-Wege für Objekte kennen, weil wir sie selber für uns durchdacht haben oder schon durchlebt haben. Ja. Und diesen Einfluss, den nehmen wir natürlich mit ins Maklergeschäft. Und dadurch können wir Preise nach unserer Einschätzung viel marktnah teilweise auch manchmal beobachten und einwerten, wie vielleicht der eine oder andere Mitbewerber, der die Kaufpreisvorstellung nimmt und gewisse Grundparameter, aber halt nicht an die Entwicklung, an die Potenziale des Objekts oder auch schon an das ausgeschöpfte Potenzial des Objekts denkt. Es gibt auch manchmal auch Objekteinkäufer von größeren Firmen, die holen nur Aufträge rein und andere müssen es dann quasi verkaufen, sodass es gar nicht die gleiche Person dann macht. Exakt, genau, richtig, ja. Und diese Erfahrung hilft uns so, dass es bei uns auch Standard ist, dass wir auch mal einen Auftrag ablehnen müssen, wenn wir merken, okay, der Verkäufer hat solche Verkaufsvorstellungen, die wir gar nicht erfüllen können. Ja. Und dann sagen wir auch so, lieber Verkäufer, das ist das, was wir prophezeien. Mhm. Wir wünschen dir alles Gute, wenn du einen anderen Weg gehen möchtest, auch mit jemand anders. Wir freuen uns für dich, wenn du diesen Preis erzielst. Ne? Wir freuen uns wirklich für jeden Verkäufer, auch wenn er nicht mit uns zusammenarbeitet. Wenn er es schafft halt. Ja. Wenn er es schafft und einen tollen Preis erzielt und uns das Gegenteil beweist, da freuen wir uns wirklich für, also auch wirklich, wirklich vom Herzen für. Aber am Ende des Tages glauben wir, dass es bei dem Geschäft nicht drauf ankommt, in Anführungsstrichen den einen Dummen zu finden, der dann aufsteht und der dann sich in diese Immobilie verliebt und für diese Investmentimmobilie komme was wolle zahlt. Ja, okay. Und das ist, da wollen wir nicht drauf hoffen, da an dem Prozess wollen wir uns nicht beteiligen, sondern wir setzen tatsächlich auf eine faire Marktbewertung. Und unsere Einstellung ist auch da relativ einfach. Wir sind der Meinung, dass ein Deal dann gut ist, wenn er für alle Seiten ein guter Deal ist. Ja. Das bedeutet, wenn der Deal für den Verkäufer gut ist, wie für den Käufer, wie auch für uns, dann haben alle gewonnen und dann ist es ideal. Win-win-Situation. Genau das wollen wir. Danke, Tomek, für deine Einschätzung zum Markt aktuell und zu deiner Positionierung, wie du das gut handeln kannst. Und in dem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, wünsche dir ganz viel Spaß beim Bestandsaufbau und gute Vermittlung dieses und nächstes Jahr. Vielen Dank.